Willkommen zurück, Let's Play Destiny Beta. Und ja, nach dem epischen Kampf in der letzten Runde wollen wir zusehen, dass wir jetzt so schnell wie möglich weiterkommen. Mir fehlen so ein bisschen so die Munition, weil wir in der letzten Folge ja so viel verbraucht haben. Ja. Komm. Du. So, wir können ein bisschen rumtanzen, da habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf. Oh, da stehen schon die Kollegas. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Warlock, so wie sich das anhört vom Waffensound von einem meiner Kollegen. Und man merkt schon, es wird ganz schön anstrengend jetzt hier auch mit den Gegnerhorden. Man verliert ganz schnell die Lebensenergie. Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht demnächst mal so ein Upgrade bekommen. Dass wir da mal nicht so schnell sterben. Super bereit! Ich bin super bereit. Jetzt weiß ich auch, wofür diese Staubkugeln sind, die wir auf dem Boden gefunden haben in Folge, ich glaube Folge 2 war es. Damit füllt sich unsere Anzeige für superbereit etwas schneller auf. Die Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Ui! Gleich bei diesen ganzen Teufeln. An den ganzen Teufeln. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich der finale Kampf werden. Ja. Ich bin superbereit. Ihr seid superbereit. Und ich bin superbereit. So. Bam! Wow, das war ja gar nicht so gut. Ach du Scheiße. Komm, bleib bei mir, Kumpel. Bevor der jetzt wieder anfängt zu schießen, hallo, komm da weg. Boah, fuck. Hallo? Mein Kollege, rette mich. Du, der bei mir gerade warst. Ich hab dich auch wieder belebt. Vielen, vielen Dank. Ganz vergessen, dass er ja noch schießen muss, der Kollege da, der Dicke. So. Das ist also einer von den Hauptgegnern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist eine Menge Action. Und ihr seht, dass es, wie gesagt, nicht einfacher wird, das Spiel. Es wird höchstens noch schwieriger. Ja, ihr seht, es wird höchstens noch schwieriger, auch von Gegnermassen alles. Bis wir den jetzt erledigt haben, das dauert ein Weilchen. Ja. Wow. Ich muss weg. Ich bräuchte mal Munition. Das wäre mal vielleicht mal schön, wenn ich Munition finden könnte. Keine Munition für Spezialwaffe. Puh. Mein Gott, was für eine Dramatik jetzt. Hast du Munition für mich? Ja, ein wenig. Oh. Das hat Aua gemacht. Das hat Aua gemacht. Aber ich habe auch Aua für dich, denn ich habe eine Granate für dich, Kumpel. Die ich dir jetzt ins Kreuz schmeißen werde. Bam!
Oh, oh, er schießt wieder. Er schießt wieder. Ja, er weiß, wo wir sind. So. Aber irgendwie wird aber auch nicht weniger, ne? Das ist jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ganz schön nervenaufreibend, das Ganze. Und zieht sich ganz schön in die Länge. Zumal, ich muss dazu sagen, ich habe gar keine andere Waffe jetzt gerade. Obwohl hier nicht Munition für andere Waffe. Ah! Spring rund. Nein! Ja. Ich wollte eigentlich die Waffe da, die Munition aufnehmen, aber. Na toll. Lasst mich ruhig hier sterben. Ist nicht so schlimm. Hauptsache du überlebst. Das ist wichtig. 15 Sekunden noch. Bleib bloß am Leben. 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und schon bin ich wieder da. Wow, das gibt's doch nicht. Jetzt wird er aber ganz schön nervig da hinten, der Dicke. Ah. Der Dicke von Daylight, der immer über der oben über die erste Etage läuft. So. Tja, das ist jetzt ein bisschen. Oh. Tja, jetzt sind wir gestorben alle, weil er versucht hat, mich wieder zu beleben. Also auf ein neues. Müssen wir das Ganze anders angehen. Die Höhle ist da vorne unter dem Kolonieschiff. Gibt's hier keine bei diesen ganzen Teufeln. Munition zum Sammeln, die man vorab schon mal sammeln kann. Weil so ganz ohne Munition in den Kampf gehen ist auch ein bisschen dämlich. Naja, da müssen wir es doch. Müssen wir es doch so machen. Mit diesem Schütz, mit diesem Gewehr jetzt hier versuchen und. Ah, ich bin super bereit. Das ist sehr schön. Erstmal die Gegner da unten erledigen. Ah, au, 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 au. Das war nicht gut. Ich glaube, da unten lief da nicht einer. Ich habe schon Hallos, glaube ich. Ich habe schon ganz große Hallos. Was ein Fail. Ich muss wieder so lange warten auf meinen Super Bright, dass ich. Dass ich so lange warten muss, bis er aufgefüllt ist. Und somit. Oh, oh. Wo willst du hin, Kumpel? Wow! Ich komme schon! Ich bin schon unterwegs. Mach dir keine Angst. Ich komme. So. Oh, da snipert einer. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der snipert da oben, der Drecksack. Der Drecksack snipert da oben. Ich habe ihn gesehen. Deswegen macht es hier ganz großen Aua. Aber, hört gerade auf, wir haben wieder eine Granate, die wir den Dicken wieder ins Kreuz schmeißen.
Au, 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 heiß, heiß, heiß und fettig. Heiß und fettig, Pommes! Kommen wir da nicht irgendwie hin, da, zu dem Kollegen da oben? Ah ja, okay. Ja, das ist aber ganz schön, eine ganz schöne Kunst. Aua! Aua, geht doch alle weg. Ihr stinkt alle nach Mumu. So. Nach Mumu. 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 Oh, Mumu. So. Ja. Oh nein. Mann, ich muss den Sniper da oben rauskriegen, ey. Weil der nervt. Ich komm da oben rein. Ich komm da oben rein. Ja, ich komm da oben. Ich komm zu dir. Oh, jetzt bleib ich auch noch da hängen, ey. Gerali. Was? Nicht der Einzige wieder? Ich hab jetzt gar nicht auf meine Kollegen geachtet, wo die sind. Sind meine Kollegen tot? Kann das sein? Weil jetzt habe ich die Granate natürlich für die auf rausgegeben. Sind meine Kollegen gestorben? Ja, rette ihn mal. Ich habe jetzt... Oh, damit ich Munition nicht gut gebrauchen könnte. Oh ja. What the fuck? Puh. Vor allem für den Dicken kann man die gut gebrauchen, die Muni. So, dann gehen wir mal rüber. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nein, du tust mir nichts. Du tust mir nichts. So, damit hätten wir die ersten Salven. Die ersten Salven schon mal auf ihn erledigt. Da liegt Muni. Ja, viel braucht er nicht mehr. Aber wir gehen das ein bisschen klüger an wie vorher. Das ist schon mal sehr schön. So, der eine Kollege ist tot. Ich hoffe, du... Ja. Aber mache ich hier die ganze Arbeit alleine oder wie sieht das aus? Oh oh. Oh oh. Super bereit. Oh ja, der muss sitzen. Der super bereit muss sitzen. Ja, der hat auch gesessen. Der hat auch gesessen. Definitiv hat der gesessen. Und die Granate auch. So, die Kollegen sind... ich muss sie wiederbeleben. Ich komme! Tyrannimo, ich komme! Macht euch keine Sorgen, ich komme. So. Ja, jetzt wird er sich wieder zu mir lenken. Der andere wird, glaube ich, wieder belebt gerade. Oder der spawnt sowieso. Ah, da ist wieder einer tot. Ich komme! Ich komme! Geronimo, ich komme! Uah, uah.
er wird schon wieder belebt. So. Munition wäre mal gar nicht mal so schlecht irgendwie wieder für die anderen Waffen. Ja, sehr schön, die Granate wieder rein. Oh, 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 oh. Hallo, 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 hallo. Ah, diese Sprungfunktion ist schon geil, aber man kann sehr schlecht manövrieren. Ah, da unten treffen, da verliert er mehr Schaden. Ah, okay. An die Füße. Oh, 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 oh. So. Das zieht sich aber jetzt ganz schön in die Länge, ne? Ja, auf die Füße verliert er echt mehr Schaden. Kriegt er eher mehr Schaden zugefügt. Oh oh. Geronimo-Granate! Wow! Wo kommt ihr denn her? Grüße euch. Was ist los, Jungs? Party? Party-Time? Ich hab für euch auch Party. Hier ist Party. Party-Time! Party, Party, Party-Time! Party, Party, Party-Time! Oh, wir haben Munition für unsere Zerstäuberwumme. Ja. Oh, oh, er zielt auf uns. Ich hab ein Rohr im Gesicht. Also, jetzt nicht, was ihr denkt, sondern... sondern ein Panzerrohr, was der da mit sich schleppt. Ja, er wird sterben. Er wird definitiv wieder sterben. Er braucht nicht mehr viel. Hallo. Ich muss nachladen. Stirb doch! Er stirbt aber nicht, der tänzelt nur noch rum. Dieser mickriger, oh nein, dieser mickriger kleine Futzel an, oh, und jetzt haben wir ihn geschafft. War doch wieder Belebung. Oh. Kurz vor Ende, bevor er besiegt worden ist, sterbe ich, Mann. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Mein Gott, es wurde auch Zeit, ey. Es hat sich jetzt ja so unheimlich hingezogen in die Länge. Vor allem, der wollte ja auch irgendwie nicht sterben. So. Gott sei Dank Munition. Habe ich sonst noch irgendwo Muni, die ich vielleicht übersehen habe? Ne. So. Ja, Leute, ihr seht, das war ein Kampf der Titanen. David gegen Goliath, kann man auch sagen. Und weiter geht's.
So, wir mit unseren Freunden hier, unseren Kollegen, die, wo wir beigetreten sind, quasi. Und Respawn eingeschränkt, das heißt... Das ist also die Höhle der Teufel. Der nächste Gegner, oh Gott. Die Höhle der Teufel. Oh mein Gott. Respawn eingeschränkt, das heißt, nächster Bosskampf. Aber ich würde sagen, den schauen wir in einer weiteren Folge. Bis später. Tschüsschen.